Hey zusammen und damit ein ganz unglaublich herzliches Willkommen zur Motoblog-Video-Spezialreihe. Dings, irgendwie haben wir es genannt. Wie haben wir es denn genannt? Bilder, Urlaub-Spezial, Österreich. Fark am See, Österreich, Bike Week? Bike Week. Bike Week, Fark am See. Fark am See. Österreich, Videospezial 2022. Herzlich willkommen, ab dafür. Wie wir im Vorfeld lang und breit schon erzählt haben, werden wir das Jahr 2022 ein kleines, großes, mittleres, wahnsinniges Bike-Highlight mitnehmen, und zwar die European Bike Week 2022 in Österreich, Bene. Wir sind heute früh 6 Uhr gestartet, haben uns um 7 Uhr getroffen und jetzt haben wir es, was sagt denn dein Tacho? 17 Uhr. 17 Uhr. Wir sind also wie viele Stunden gefahren? 10 Stunden gefahren. Haben noch 2 vor uns. 2 Stunden haben wir noch vor uns. Wir haben davon nicht viel aufgezeichnet, weil das ganz ehrlich gesagt einfach ja nicht großartig interessiert oder nicht aufregend ist, wenn du 10 Stunden geradeaus fährst. Was können wir sagen? 5-mal Stau, 3-mal Baustelle, 1-mal Blaulicht im Rückspiegel. 8-mal tanken. 8-mal tanken bisher. Und es wird immer teurer. Und es wird immer teurer. Ja, wir kommen. Ja, wir haben angefangen bei uns in Wolfsburg mit 2,14 Euro. Und ich glaube, das Höchstsatz waren 2,43 Euro. 43, glaube ich. Ja. Jetzt haben wir hier gerade getankt. Wir sind kurz vor oder direkt an der Landesgrenze Deutschland-Österreich und haben hier 2,43 Euro. Oder 43, was haben wir? Das ist der Hammer. 2,43 Euro pro Liter Sprit. Wie sich das in Zukunft verändert, weiß ich noch nicht. Bin ich gespannt drauf, wenn wir uns das Video so in 2 oder 3 Jahren mal angucken und sagen, wie war es denn eigentlich letztes oder vorletztes Jahr? Das war mal günstig. Möglicherweise. So, also Bene, für dich ist die erste Fahrt in dieser Größe. Bock noch oder sagst du reicht? Ja, Bock. Wie gesagt, der Plan war ja eigentlich, dass wir nur, weiß ich nicht, 500 Kilometer fahren und dann übernachten irgendwo und dann weiterfahren. Aber wir haben beschlossen, wir ziehen durch, und ich finde es auch gut so. Wie gesagt, wir haben jetzt noch 2 Stunden Fahrt vor uns. Da macht es keinen Sinn, sich jetzt irgendwo hinzupacken und zu pennen und nächsten Tag weiterzufahren. Das ist Blödsinn. Also ziehen wir jetzt die 2 Stunden noch durch. Und dann kommen wir halt an und dann geht's los mit Aufbauen. Und ja, ein paar Pannen hatten wir ja auch noch gehabt. Ja. Durch Zufall erkannt. Genau, das war beim vorletzten Tanken. Ja, durch Zufall erkannt. Bamberg war das. Ja. Durch Zufall erkannt, weil so, Mensch, da hängt ja was runter, was ist denn das? Schau mal. So. Ja. Kurz vor Bamberg dachte ich mir so, komm, trinkst du mal einen Kaffee, isst du was, tankst du mal, gehst du um die Maschine rum, guckst mal, ob alles okay ist, und denk mir, Alter, hier ist so ein komisches Gestänge, das soll doch nicht so aussehen. Also, hinten die Bremse ist nicht mehr funktionstüchtig. Aber noch vorhanden. Das ja, aber da fehlt was. Ja, dafür haben wir ja unsere kleine Werkzeugrolle dabei. Was machen wir da jetzt? So zusammen tüddeln, würde ich sagen. Ne? Guck mal, ob wir da ein bisschen Tüddeldraht dabei haben. Irgendwie, scheiße, geht schon gut los. Geht schon gut los, wir sind unterwegs. Und wir haben noch ein bisschen vor uns. Ja, wir sind aber bisher, sind wir eigentlich recht gut durchgekommen. Wir sind kurz vor Nürnberg jetzt. Hatten einen Stau und noch einen Stau und einen Unfall und was waren das? Ein Stau, 2 Baustellen und 1-mal Blaulicht im Rückspiegel. Genau. Aber ansonsten war alles prima. Sonst kommen wir gut durch. Tüdeln wir das dann mal so ein bisschen drumrum. Dann wird das schon. Mach dir keine Sorgen. Weiterfahren können wir auf jeden Fall. Ja. Hinterradbremse benutzt man zu selten. Ganz genau. Und ich gehe mal davon aus, dass da unten so viele Händler unterwegs sind, die da irgendwas zaubern können. Zaubern können, ja. Das wird keine Schwierigkeiten geben. Geh mal weg da. Ja. So geht das, oder? Ja, also ich meine, das sieht passt gut schon, aus. Das sieht hält. Fast aus wie original. Soll so sein. Kann nicht nach vorne, kann nicht nach hinten. Darf es jetzt nur nicht benutzen, ne? Alles klar. Weiter. Ich fahr dir dann auf, du bist dann quasi meine Bremse. Alles klar. Und dann gehen wir wieder zurück. Ja, und dann standen wir da, ne? War ganz interessant. Also, aber was hat man gemacht? Technisch hochwertig gelöst. Repariert, nur sie geht nicht. Naja, aber sie hängt ja wenigstens nicht runter, also so dann auf dich aufgabelt. Vor Ort dann gleich nachher, wenn wir da sind oder morgen halt, sich da mal drum kümmern
mal an Ersatzteile zu kommen. Ganz genau. Weil es an in ja, dieser Woche, die wir uns hier in Österreich bewegen, eine ganze Menge zu sehen gibt und ich auch unfassbar viel zeigen möchte, werden wir daraus eine kleine Videoreihe machen. Wir nennen das hier ja, Folge 1 oder auf dem Weg in den Süden oder es geht los, keine Ahnung, wirst du im Videotitel mit Sicherheit gelesen haben. Und wir begeben uns jetzt noch ein bisschen weiter. Wir wollen noch ankommen, bevor die Sonne untergeht. Ich denke, ab jetzt werden wir auch die eine oder andere Aufnahme noch machen, weil es landschaftlich jetzt ein bisschen anspruchsvoller wird. Und genieß das. Wir gehen jetzt wieder zurück auf die Bikes. Es wird Zeit, dass wir da ankommen, dann auch endlich mal was essen. Erst einen Kaffee. Ich hatte eine Cola. Nur auch nur getrunken, weil du sie mir geholt hast. Ganz genau. Ich habe immer noch nichts getrunken. Damit du nicht vom Bock fällst. Alles klar. Wir wollen nicht mehr lange quatschen. Lass uns weiterfahren. Attacke. Los. Tschüss. Freunde der untergehenden Sonne, was du siehst, das siehst du nicht. Es ist dunkel geworden. Wir hatten die Abmachung, dass wir erst die Zelte aufbauen, dann das Saufen anfangen, bevor es dunkel wird. Mhm. Ja, genau. Was haben wir geschafft? Gar nichts. Wir müssen auch erst morgen kommen. Es ist dunkel und wir haben die Zelte noch nicht aufgebaut. Den Rest behalten wir für uns. Thorsten, ich gebe dir mal die Kamera. Thorsten, guck mal, ist der hier? Er ist vorhanden. Und da Der hat ja schon mal so ein Ding aufgebaut. Das heißt, du weißt ja in etwa, wie das funktioniert, oder? Ach, du hast ja schon gleich aufgebaut, ne? Nein, Mann, warte, lass uns das mal zusammen machen, weil ich keine Ahnung habe, was ich tun muss. Muss ich nur das Ding nehmen? Sprich mit mir. Ja. Psst, mein Zelt steht schon. Was? Arme. Wo denn? Ich muss das hier erstmal aufbauen. Er sieht echt spannend aus. Ich hab aber keine Ahnung, was ich hier tun muss. Einfach ausrollen. Hab ich. Andersrum. Guckst du, wie Bene das macht? Wie mach ich's denn? Noch nicht das, wonach es aussehen soll, oder? Ich weiß es doch selber gerade nicht, Mann. Ich habe das einmal aufgebaut. Was ist das denn hier? Brauchst du Leute, der kommt nicht gesehen. Ups. Komm mal her. Bitte. Wer? Was? Du sollst näher kommen. Das geht nicht, ich habe die Kamera. Ich kann dir nicht helfen, ich habe eine Kamera. Sehen doch schon fast gleich aus. Ja. Gab's da? Ey, warte, du musst mir erzählen, was du tust. Einfach der. So, fertig. Was? Ja, was ist das hier? Was? Wollt ihr die nicht wenigstens ein bisschen abspannen? Wir müssen schon ein bisschen Abstand nehmen. Wegen den Haken. Was naja, die müssen ja noch gesichert werden. Womit? Mit Haken. Hier, das hier. Warte. Hier, ich bin noch nicht so weit. Die Haube. Warte. Ist die hier? Nein, was ist da für ein Ding? Das ist Planung. Oh, das Ding hab ich nicht. Das hast du na klar. Da ist es doch schon. Ah, hier, das. Und das kommt oben drauf und dann hackst du diese Dinger hier. Diese Dinger hackst du hier ein. Hier rein. Ja. Egal, warum? In der. So dass die Nahe unten ist, ne? Das kenne ich. Was, du musst gleich leuchten. Oh, Scheiße. Das passt aber gar nicht. Doch.
ein bisschen ziehen, das muss ja auch Spannung alles sein. Das muss ja alles ein bisschen Wind abhalten. Von wo? Von wo? Ich meine, ja. Einfach so in die vier. Genau, in diese Haken rein. Oh, ich hab ein Loch hier hinten. Du hast zwei Löcher. Ach so, du hast einen Eingang. Du hast einen Hintereingang und du hast einen Vordereingang. Das wusste ich doch nicht. Entschuldigung. Pipi? Hinten raus. Vorne rein. Das ist eine Einbahnstraße quasi. So, fertig. So, hier. Haken in den Boden. Echt, das ist alles? Ja. Das ist ja richtig geil. Die Bäume haben wir uns ausgesucht, oder wir haben uns einen Platz mit Baum ausgesucht. Für den Fall, dass es regnet, habe ich so eine Plane mit. Die können wir, eine Plane, die können wir dann zwischen den Bäumen spannen, habe ich mir gedacht. Und dann sitzen wir so ein bisschen, guck mal da, genau, da und hier, können wir da so ein bisschen im Trockenen sitzen. Grundsätzlich sieht das sowas schon mal gar nicht verkehrt aus. Wir räumen das jetzt noch ein und ich glaube, dann gehen wir nach vorne auf die Party, Meile, ins Zelt, feiern und essen ein bisschen. Ab dafür.